Hallo. Lennart, ich wollte, dass du gerne mein Erbe antrittst, denn ich werde bald sterben. Und ich bin eine alte Hexe. Deswegen, ach, ich bin schon 300 Jahre alt, also übernimm mal für mich. Leute, wir werden. Ach du Scheiße. Ja, schön deine Hexenkraft, die hätte ich auch gerne. Aber wieso. Ah, Leute, wir kriegen jetzt gerade voll auf die Fresse, ne? Das ist gerade überhaupt nicht cool. Geh weg. Das ist gerade echt nicht cool. Hallo? Ja, ich würde gerne dein Erbe antreten. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Los, tritt es an, los, los. Um das klarzustellen, also wir sind eine fliegende, eine Hexe, die zum Mond fliegt. Ich würde sagen, damit starten die Folge, Leute. Bisschen höher, weil wegen dem Livestream was gestern ein bisschen tiefer. So, ich würde sagen, herzlich willkommen zur Livestream-Zusammenfassung, beziehungsweise zu der ganz kurzen Aufklärung am Anfang. Uns hat eine Hexe getötet, einfach aus dem Grund, weil sie wollte, dass wir eine Hexe werden. Und wenn ihr wollt, dass wir das so, weiß ich nicht, dass ich mal Witchery mache, dann lasst mal bitte lasst mal ein paar Kommentare da. Einfach so nach dem Motto: Hier, Kollege, ich möchte Witchery machen, oder wir möchten das sehen, und deswegen möchten wir das sehen. Ja, genau, deswegen möchten wir das. Das ist eigentlich schon der ganze Grund. Und ich nehme heute alleine auf, weil ich dachte mir so, ja, man kann ja mal alleine aufnehmen. Denn ich wollte eigentlich nur ganz kurz zeigen, was wir so geschafft haben im Livestream. Und zwar haben wir uns hier in die NASA Workbench einfach alles ist irgendwie umplatziert, das seht ihr ja schon. Ich stelle jetzt gerade nur noch mal hier die Maschinen noch mal beiseite, weil, obwohl die brauche ich gar nicht, den Sealer. Ja, egal. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was wir uns machen müssen. Und das ist die Hauptsache. Aber ich hole jetzt erstmal meinen ganzen Stuff wieder von der bösen Hexe. So. Am besten nehmen wir das und das mit. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Sharpness. Ja. Ach so. Die Maschinen links, die zeige ich gleich alle. Beziehungsweise die habt ihr ja schon gesehen. So ein bisschen im Vorspann. Also muss ich die Hexe hier wieder klatschen. Weil wer mich klatscht. Den klatsch ich. Das sehe ich nämlich nicht ein, dass sie uns tötet, aber wir sie nicht töten dürfen. So. Achso, und ich wollte was von Fabian ausleihen. Das heißt ausleihen. Ich wollte mir. Hast du denn zufällig. Nee, übrigens, wir haben mit Shiny Metal. Haben wir uns im Livestream gemacht. Die Leute, die nicht dabei waren, es tut mir leid. Wirklich. Wir hatten ja einen Absturz. Und dann habe ich. Oh, das ist laut, der Sound. Dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde später oder so, habe ich dann nochmal angefangen. Dann haben wir nochmal ein bisschen durchgepowert und dann, ja, jetzt haben wir, seht ihr halt was. Ich zeige euch jetzt alles, was wir geschafft haben. Und zwar haben wir uns in dem Livestream zwei Teaser-Eggs gemacht. Und, beziehungsweise sind jetzt schon am dritten Teaser-Egg. Und haben eine unendliche Energiequelle gefunden. Und zwar haben wir da den Magma, also den Magmatic Dynamo angeschlossen mit einem Leadstone Energy Conduit. Moment, du es liest. Haben wir das angeschlossen an einem Lava Fabricator, an einem Fluid Duct. Und dieser Fluid Duct saugt die Lava hier rein. Und die Energie, die dieser Dynamo produziert, der kriegt der Lava Fabricator. Und das ist so ein unendlicher unendlicher Kreislauf, meine Fresse. Und diesen Tesseract, den haben wir da drauf gesetzt, um damit wir halt quasi an alle Energie abgeben müssen, denn wir versorgen zum Beispiel Wayne mit Energie. Kann man jetzt in seinen Folgen noch nicht sehen, weil er hat ja während des Livestreams aufgenommen. Und das ist dann erst am Ende so. Ich wollte mir heute ein paar Platten machen. Genau, das war nämlich meine große Aufgabe. Indem ich mir einfach ein paar Platten mache, Platten. Und dann erzähle ich euch noch so ein bisschen, was so ein bisschen passiert ist. Wir haben auch noch ein bisschen Minigames gezockt. Weil Minigames, da hatten wir alle mal Bock. Also da hatten wir alle Bock drauf. Ich dachte, wollte eigentlich heute Morgen. Heute ist ja der 30. Ich wollte heute Morgen eigentlich auch ein Livestream machen. Aber ich habe halt verpennt. Und deswegen kam halt kein Livestream. Aber da keiner von diesem Stream wusste, ist es, denke ich mal, auch jetzt nicht so tragisch. Achso, ich muss die Bear Trap wieder hinsetzen, weil sich ein Creeper drin verfangen hat. Und wenn der anscheinend ein Creeper sich darin verfängt,
dann, wenn man den dann angreift, explodiert er dann trotzdem. Meine Fresse, war das ganz schweres Wort. So, wir müssen uns jetzt nämlich den letzten Teaser-Act fertig machen. Dazu brauchen wir Bronze. Nee, gar nicht wahr. Bronze, viermal Bronze und viermal Silber. So, dann gucken wir mal. Wir finden übrigens die Hintergrundmusik, ich finde die relativ angenehm. Moment. Ich habe gerade einen Lag. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Für euch war es eine Sekunde, für mich war es 5 Minuten. Ist ja kein Problem. Aber wir fressen jetzt erstmal ein Stück Brot. Erstmal ein Stückchen snacken. Und zwar wollte ich gucken, ob der Fabian ein bisschen Bronze hat. Weil ich brauche genau 4 Stück. Ansonsten haben wir nämlich alles unten beim Pulverizer drin. Dann haben wir nämlich den nächsten Teaser-Act und dann habe ich nämlich auch endlich mal Energie innerhalb meines Hauses. Und das wäre natürlich von Vorteil. Dann kann ich nämlich auch alle Maschinen von innen bepulvern oder bepowern. Und ja. So. Haben wir denn den Teaser-Act im Inventar? Ne, natürlich nicht. Ja genau, wir haben uns den Magma Crucible gemacht und den Fluid Transposer. Und dann haben wir uns noch einen Induction Smelter gemacht, weil ohne das geht's jetzt einfach echt nicht mehr. Wir haben uns gedacht, gut, das Problem ist es, wir teilen uns alles hier und es steht auch alles relativ zentral. Das wird auch alles irgendwo einsortiert, das wissen wir aber auch noch nicht. Vielleicht bauen wir ein Lagerhaus. Und hier ist halt die Energiequelle jetzt. Wie kriegen wir die, ohne halt Kabel zu legen, das dann in die Häuser nehmen? Wir haben uns einfach gedacht, ja gut, bauen wir uns Teaser Acts. Und, ich meine, was spricht denn dagegen? Das war auf jeden Fall eine relativ geile Idee, solche Teaser-Acts zu bauen. Und, jawohl, jetzt haben wir nämlich einen Teaser-Act, der wieder geownert ist. Nämlich auf meinem Namen. Und jetzt ist nur die Frage, gut, Kabel innerhalb des Hauses muss ich eh verlegen. Also, holen wir uns mal ein paar Leadstone-Kabel. Wo ist denn das Lead? Habe ich noch Leadstone? Nee, habe ich nicht. Leadstone-Kabel. Ich mache jetzt mal eine Technikfolge. Einfach so ein bisschen. Wir machen uns auch gleich eine Technikmaschine. Achso, wir haben übrigens. Was habe ich das noch? Nee, oder liegt das da noch? Ich hoffe, das ist nicht weg. Das wäre echt schade. Schade, das ist despawned. Ich hatte mir. Nee, hatte ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Hatte ich mir einen Hartkanister gemacht? Nee. Ich wollte mehr anmachen, aber hab's nicht gemacht, aber das ist ja, na gut, das ist jetzt egal. Gut, diesen Teaser-Act müssen wir jetzt dann einfach bei uns anschließen, aber ich brauche nach wie vor Kabel dafür. So. Oder wie ging das nochmal? Lead. Nee. Oh Gott, wie hieß die Dinger nochmal? Ich bin echt vergesslich teilweise. Leadstone Energy. Energy. Eigentlich sind die Redstone Energy Kabel wesentlich sinnvoller, meiner Meinung nach. Ach, die sind auch nicht viel teurer. Moment. Stimmt, ich brauchte für Harde Glas. Das war's, genau. Aber ich hätte gerne die Energy. Ah, so gehen die. Ja gut, dann habe ich das jetzt auch wieder drin. Achso, und wir haben hier mit den Tanks haben wir ein bisschen XP aufgefüllt. Die XP haben wir so ein bisschen gefarmt. Glaubt man nicht, ist aber so. So, ich brauche normales Glas. Ach, wieso brauche ich nicht einfach ein bisschen Sand ab? Das passt doch auch. Ich brauche nur ein bisschen Glas. Bau einfach ab, los. Zack. Ich brauche irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 reichen, ja. Das noch und dann hat sich das. So, und hoch. Genau, und als nächstes bauen wir uns dann auch irgendwann bald den Fischer, weil dann haben wir nämlich auch ein bisschen, bisschen Futter. Das wäre nämlich richtig cool. So, wie mache ich nochmal? Achso, normales Glas kann ich jetzt scheinbar auch nehmen. Es hieß eben, dass ich mir hartes Glas machen muss. Ja, normales Glas. Macht doch eher Sinn, weil sonst hätte er sich die Dings nicht machen können, Fabian. Gut. Dann warten wir jetzt einfach, bis das Glas durchgelaufen ist. Wir haben sogar. Na gut, dann machen wir uns jetzt halt dann so die Kabel. Ich hasse euch. Ich hasse euch, ne? Happy Halloween übrigens. Happy Halloween. Die Folge kommt nämlich am Samstag. Und Samstag ist Halloween. Ich wünsche euch ein Happy Halloween.
für die Leute, die Halloween feiern. Also wenn ihr es nicht feiern geht, dann könnt ihr es mir auch mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Ich kann euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was ich so von Halloween halte. Ich bin wirklich kein Mensch, der Halloween... Ich finde Halloween... Ich bin ohne Halloween echt aufgewachsen. Und deswegen bin ich eher ein nicht so mögender Halloween-Fan. Also ich bin eher ein Mensch, der es nicht feiert. Aber das liegt auch daran, wie man letztendlich damit... Und ja, genau, wie man damit aufgewachsen ist. Und so weiter und so weiter. Also, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr, ob ihr damit aufgewachsen seid. Das ist nämlich sehr, sehr cool. Frequenz 1 war das, glaube ich. Aber privat. Genau. Die private Frequenz Nummer 1, das war unsere. So. Dann müssen wir hier nochmal. Zack, zack, zack. Ah, toll. Das müssen wir jetzt erst noch drehen. Ach nee, nein, 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 ich weiß, wo der Fehler ist. Wir brauchen die Aluminiumwerkkabel. Naja. Ich hab's vergessen. Ja, wir brauchen die Aluminiumwerkkabel. Das sind ja die, Dings, die Galactic-Craft-Maschinen. Die haben ja noch hier die Kabel. Na, das ist dann ja kein Problem. Dann brauchen wir uns ja erstmal keine machen. 4 Stück reichen ja erstmal. Ich überlege gerade, wo der Output ist. So, den drehen wir dann einfach nach unten, würde ich sagen. Ach, der kommt gar nicht runter, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist der Output. Nee, das finde ich jetzt kacke. Ja, dann machen wir den Teaser-Eck einfach dann. Das sind übrigens Wolken. Ich habe mir schwarze Wolken aus dem Nether geholt. Ich würde jetzt echt gerne in Nether gehen, aber bei mir ist das Problem, wenn ich jetzt in Nether gehe, dann stürzt alles ab. Das hatten wir im Livestream auch sehr häufig. Oh Gott, ich hoffe, der Teaser-Eck geht jetzt nicht kaputt. Ich habe den noch nie mit einer Spitzhacke abgebaut. Ich habe den ja so bis jetzt noch nicht falsch platziert. Okay, geht scheinbar nicht. Kann man nicht einfach irgendwie sneaken oder so? Ja, die sind auch schon in Halloween-Stimmung, die Jungs hier, ne? Man glaubt es kaum. Ah, so passt es doch, super. Dann hauen wir den erstmal hier ran, das wird schon hinhauen. So, jetzt müssen wir nochmal einstellen, was der schicken soll. Soll der unendliche Erde, soll die ganze Zeit nur senden? Nee. Ich möchte die Energie empfangen. Ansonsten braucht er nicht schicken. So. Habe ich denn jetzt Energie an dem... Jawohl, an dem brauche ich keine Energie. Denn diese Maschine ist eigentlich unnötig. Wo ist denn mein Cobblestone? Da ist mein Cobblestone. So. Und diese Zombies gehen mir gerade unheimlich auf den Sack. Genau, was wir uns jetzt einfach in der Folge bauen, ist ein, wie heißt das denn? Ich habe mir da Schilder hingestellt. Ein Kollektor, genau. Ein Kollektor. Kollektor. Nicht den Item, den Oxygen-Kollektor. Oh, Halleluja, das wird teuer. Okay, meine Damen und Herren, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach so einen Speed rein. Na, warte. Ich mache jetzt einfach so einen Speed rein, weil dann seht ihr mich die ganze Zeit nur craften und dann müsst ihr mich nicht. Dann haben wir noch mehr von der Folge. Bis gleich.
So Leute, wir sind zurück aus der Zeitraffer. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber das ist ja auch egal. Hauptsache es hat funktioniert. So. Gucken wir mal. Nehmen wir einfach mal die drei Kabel hier unten weg. Weil ich meine, die brauchen wir ja nicht mehr. Brauche ich nämlich jetzt. Also ich brauche die schon, also, ne? Ihr wisst Bescheid. Zack. So. Warum ich das Loch hier reinmache? Ne, das sollte eigentlich da drunter. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Weil ich muss eben gucken, wo der Input-Output ist. Welche Maschine denn ich aufgestellt habe. Moment. Ich komme gerade, ich steige gerade durch ganz viele Maschinen echt nicht durch. So. Wir haben jetzt den Sealer. Not enough power. Der kriegt keinen Strom. Das ändern wir eben. Warte. Jetzt sich den Input eben auch nach hinten. Output. Output. Ich muss eben gucken, welcher das war von dem. Das ist perfekt. Der kriegt jetzt, sollte jetzt Energie kriegen. Sollte aber auf der anderen Seite dann auch. Genau. Setzen wir jetzt nämlich den Collector drauf. Oh, der Fahrgang ist online. Hallo. Gleich noch eine Folge. Folge. Hat sich eben ganz kurz mein Aufnahmeprogramm verabschiedet. Alles klar. Gleich noch eine Folge. Ach nein, das will ich doch gar nicht. So. Also. Das Ding braucht jetzt auch Strom. Am besten wäre es ja eigentlich, wenn wir den. Nee. Nee, warte, wir machen das anders. Zack. Die Maschine, die setzen wir einfach mal, weil wir haben sehr, sehr viele Pipes. Setzen wir einfach mal auch hier hinten dran. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber die Feinmotorik können wir dann ja machen. Wenn es erforderlich ist. Super. So, dann drehen wir das eben noch hier. Zack. So, jetzt sehen wir auch schon einen kleinen Partikel, wie der hier eine Luft ansaugt. Das ist doch echt geil. Kommen wir gleich. Das heißt, wir machen uns in den nächsten Folgen. Was ist denn in diesen Folgen? Doch, wir können uns nächste Folge schon echt die Sauerstofftanks machen. Moment, wir können ja mal eben schon uns. Zack. Zack. Ach, geht nicht. Monster bei mir. Wie geht das nochmal? Wie geht dieser Glasherr nochmal? Warte, ich mach das gleich. Monster sind bei mir. Jetzt. So, jetzt hat's funktioniert. Report ist online. 24 Stunden ist du ihm. Alles klar. So, Leute, weiter geht's. Ich will los. Ach nee. Ah, ich bin der Liga. Ich hab die ganze Zeit ein bisschen rumgebackt, vielleicht lag es einfach daran. So, jetzt. Jetzt sind wir wach. Und ich würde sagen, bevor wir die Folge jetzt endgültig in die Länge ziehen, machen wir uns nochmal ganz kurz. Wie hieß denn das? Moment, ich muss eben überlegen, wie hieß denn das? Helm auf Englisch, Helmet. Ah, es war, glaube ich, ein Glas. Ne, warte, wir geben einfach Galactic. Ich möchte mir nämlich diesen Helm wollte ich mir machen. Genau, das wäre die Oxygen. Ah, alles klar, wir müssen nämlich komplett mit Dings umziehen. Okay. So, und jetzt haben wir nämlich schon unseren ersten Helm. Ah, jetzt haben wir schon den Helm. Das ist doch geil, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt einen Helm. Und ich würde sagen, Leute, lasst einfach ein Like da und haut rein. Ciao. Smoke weed every day.